Typoton ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz hier in St. Gallen und beschäftigt 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Firma besteht seit 40 Jahren, wobei eigentlich die letzten 4 Jahre für uns selber interessant sind, weil vor 4 Jahren hat die kleine Judy Druck, wo ich früher Geschäftsführer war, fusioniert mit der Typoton. Also die kleine Druckerei hat die größere übernommen und hat dann das ganze Equipment auch übernommen, gezügelt, und wir haben uns hier integriert und sind noch etwas gewachsen. Also wir haben unser Portfolio noch erweitert mit Digitaldruck, Offsetdruck, Druckveredelung etc. Und meine Position hier ist Geschäftsleiter und Mitinhaber. Also in-house laminieren wir seit etwa 3 Monaten, aber die Laminage ist ein wichtiger Bestandteil bei uns für die Druckveredelung, und das machen wir eigentlich schon einige Jahre. Bis anhin mussten wir das einfach auswärts geben, also fremd vergeben, bis wir dann den Entschluss gefasst hatten, selber zu laminieren. Das sind ganz verschiedene Produkte, angefangen von der einfachen Visitenkarte über Postkarten, Barkarten, Menükarten, aber auch Buchumschläge. Einfach Sachen, die gut geschützt sein müssen und eine gute Haptik haben müssen. Das ist eigentlich die Flexibilität und der Zeitdruck, dem wir meistens ausgesetzt sind, weil die Termine sehr kurz gesetzt sind und wir die Laminagen auswärts geben mussten, hatten wir viel Zeit verloren und konnten so natürlich auch Transportkosten sparen. Wir haben verschiedene Systeme angeschaut, geprüft, evaluiert und sind dann zum Schluss gekommen, dass das Comfy-System uns am meisten überzeugt hat. Die Preis-Leistung, die Robustheit der Maschine, aber auch der Support vom Verkäufer ist uns jederzeit gewährleistet. Das war sicher der Hauptgrund. Also das Ganze ging wirklich sehr schnell. Wir hatten eine kleine Schulung von 1 bis 2 Stunden. Und die Drucker, die da bei uns die Laminiermaschine bedienen, haben das relativ schnell begriffen. Ich denke auch, dass die Maschine sehr bedienerfreundlich ist. Man hat einen Monitor, wo man verschiedene Sachen einstellen kann, abspeichern kann, Wiederholaufträge hat etc. Also sie haben sich sehr schnell damit zurechtgefunden. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten vor circa 2 Wochen auch einen Besuch von einer Buchbinderei hier in der Schweiz, die sich interessiert hat für das Gerät. Hierzu sind wir eigentlich offen, und ich denke, unter Kollegen, unter Berufskollegen ist es gut, wenn man sich auch untereinander austauscht und die Operator miteinander sprechen, weil verkaufen ist das eine, bedienen ist dann das andere. Aber auf jeden Fall würden wir Comfy weiterempfehlen.